Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt der Volksmund. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich bin jetzt die dritte Wahlperiode im Deutschen Bundestag. Ich habe meinen Wahlkreis Pankow-Prenzlauer Berg-Weißensee dreimal gewonnen. Ich bin da auch sehr stolz drauf. Damals habe ich in Wolfgang Thierse abgenommen und dann zweimal mit steigendem Abstand gegenüber der CDU gewonnen. Nun ist es an der Zeit, einen Punkt zu setzen, und deshalb habe ich meiner Bezirksvorsitzenden Sandra Brunner gesagt, dass ich bei der nächsten Wahl nicht erneut antreten werde. Das heißt, ich gehe ungeschlagen in Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee vom Platz. Vor 10 Jahren war es alles andere als selbstverständlich, dass mich die Fraktion Die Linke als ihren Vertreter in den Auswärtigen Ausschuss entsendet. Und seit dieser Wahlperiode bin ich auch noch Obmann und außenpolitischer Sprecher. Ich habe mich sehr darum bemüht, gegenüber der Bundesregierung, aber auch in den eigenen Reihen, für eine Politik einzutreten, die sich gegen doppelte Standards wendet. Also eine Politik, die den gleichen Maßstab überall anlegt. Wie erfolgreich ich dabei war, das müssen andere beurteilen. Aber für mich ist auch hier ein Punkt gekommen, wo ich einen Schlusspunkt setzen möchte, das heißt mit Ende dieses Monats wird hier nach 10 Jahren Schluss sein und ich beende meine Tätigkeit in der internationalen Politik, die mir großen Spaß gemacht hat. Mir ist wichtig, Danke zu sagen für alle, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben, die mich begleitet haben und auch die mich kritisiert haben. Ich werde natürlich meinen Wahlkreis bis zum Ende der Wahlperiode hier im Bundestag vertreten und danach werde ich was anderes machen.